Hallo, Leute, ich habe heute Morgen schon ein Video aufgenommen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Bild und Ton wollten two separate ways gehen, also zwei verschiedene Wege. Das hat einfach nicht übereingestimmt, deswegen hier nochmal ein neuer Versuch. Alita Battle Angel, der Film, der kam ja jetzt gestern in der Vorpremiere im Kino. Ich war drin, ich finde den super. Ich muss sagen, geht in den Film rein, es ist wirklich gut umgesetzt. Ich habe nicht zu viele Erwartungen gehabt, weil bei diesen Verfilmungen von Comic, Manga und Buchvorlagen ist ja immer so eine gewisse Erwartung bzw. Enttäuschung mit verbunden. Deswegen, ich hatte nicht zu viel erwarten wollen, aber ich bin sehr angenehm überrascht worden. Dieses Menschliche von Alita kam gut zur Geltung, auch von den Protagonisten und Antagonisten, ihre Beweggründe, ihre Hintergründe, warum sie etwas tun, warum sie auf Geld aus sind, warum sie nach Salem wollen und so weiter und so fort. Sehr gut umgesetzt. Natürlich, jeder will nach Salem, weil irgendwie heißt es so von wegen, das ist das glorifizierte Paradies und alles, ne? Fand ich sehr gut nachvollziehbar, warum jemand so gehandelt hat, was es mit diesen Hunter Warriors auf sich hat und so weiter und so fort. Also, es soll auch der Auftakt einer Reihe sein. Also, wenn genügend Leute in die Kinos strömen, ja, das seid ihr gefragt, ja, dann gibt's noch neue Filme. Vielleicht sogar auch eine Filmreihe oder halt sogar eine Serie auf Netflix Prime oder sowas, ja. Also es wäre schön, wenn sowas. Also genügend Stoff hat Alita ja, weil da gibt es genug Grundsubstanz in den Mangas und Animes. Die Animes natürlich resultieren auch aus den Mangas, aber da gibt es ja verschiedene Geschichten und so, die anders umgesetzt worden sind in den Animes, als sie in den Mangas vorkommen. Aber es gibt genügend Geschichten, Charaktere und so weiter und so fort, um noch weitere Filme umzusetzen. Nicht wie andere Blockbuster, wo ihr vielleicht sagen könnt, euch ist ja immer so, wenn genug Leute in den Kinos strömen, in den Film strömen, dass dann ein neuer Film gemacht wird und so. Ja, aber da gibt es wirklich Hintergrundmaterial, ja, ein Fundus, auf den man zurückgreifen kann. Und dazu zu sagen ist noch, ja, Alita Battle Angel oder Battle Angel Alita, das ist Cyberpunk. Wer hat das noch nicht gewusst oder wer kannte Cyberpunk noch nicht? Bitte in die Kommentare. Viele Werke aus den 90ern, wie zum Beispiel auch Battle Angel Alita, sind ja auch dem Cyberpunk-Genre zuzuordnen, genauso wie Akira. Ja, Ghost in the Shell, ja, zum Beispiel. Riesensache auch, Ghost in the Shell, Neon Genesis Evolution und viele andere Werke. Ghost in the Shell, natürlich, die Verfilmung hat nicht viele Leute vom Hocker reißen können. Die Kritiken gingen da weit auseinander. Vor allen Dingen wurde gesagt, der Geist in dem Körper, also der Ghost in der Shell, wurde nicht so richtig rübergebracht. Es war viel mehr Technik und Roboter und Computerzeug, ja, als die Seele an sich, die dann nicht richtig zur Geltung gekommen ist. Das ist ja eigentlich normalerweise bei Cyberpunk-Genre-Hintergründen, ist das ja immer ein großes Motiv, diese Seele in dem Maschinenkörper, diese Gefühle, diese sozialen Interaktionen. Und der Godfather auf Cyberpunk sozusagen, ja, der Großvater des Cyberpunk, ja, das ist William Gibson. Man kann jetzt sagen, Battle Angel Alita und so, andere Werke haben auch immer ihre Schöpfer und das sind die Väter oder die Mütter dessen, aber der Großvater war halt William Gibson, der hat sozusagen in den 80ern seine Neuromancer-Trilogie gemacht. 84 kam das erste Buch Neuromancer raus, also Neuromancer. Das müsst ihr unbedingt gelesen haben, wenn euch Cyberpunk interessiert und wenn ihr nicht so lesen mögt, ja, lesen, ich weiß. Da gibt es auch Umsetzungen in, ich glaube, sogar Comics und anderen Sachen. Ihr müsst mal schauen im Internet, ja. Es gibt auch die Hörbücher, wenn ihr lieber hören wollt. Müsst ihr aber auch auf jeden Fall, wenn euch Cyberpunk beliebt, sage ich mal, müsst ihr auf jeden Fall gelesen oder irgendwie verinnerlicht haben. William Gibson, der Vorreiter, zusammen mit Philipp K. Dick. Philipp K. Dick hat ja immer von verschiedenen Realitäten, Werke gemacht, Romane, die darauf basierten, dass man nicht wusste, was jetzt Traum, was Wirklichkeit ist, oder die anderen Realitäten, die Realität hinter der Realität, oder gibt es noch eine Stufe? Wenn wir abtauchen in eine virtuelle Realität von einem Computer, und sind dann die Spieler, oder ist das Spiel das Wirkliche oder so, oder gibt es noch eine andere Dimension hinten dran? Werden wir alle nur gespielt von einem anderen Spieler oder so? Ja, zum Beispiel gibt es Filme wie 13th Floor oder so, ja, die bauen da ganz schön mit diesen Elementen. Ja, wenn euch das interessiert, geht kein Weg an William Gibson vorbei, an Neuromancer oder diese Sachen, ja. Auch hier Blade Runner wurde inspiriert davon, beziehungsweise auch Alternate Carbon, glaube ich, hieß die Serie auf Netflix. Alles Cyberpunk. Ihr könnt schöne Videos auch auf YouTube verschiedene euch angucken, die alles nochmal im Detail erklären, was ist Cyberpunk oder was gibt es da alles, ne? Ich wünsche euch viel Spaß und geht auf jeden Fall in den Kinofilm Angel, ja, Quatsch, Alita Battle Angel, ja? Ciao.